kann doch nicht mal wie lesen, Marinelli. Er hat meinen Brief noch nicht mal gelesen. Ach, nicht aus Verachtung. Verachtung? Mich verachtet man nicht. Freilich. Freilich liegt er mich nicht mehr. Anstelle der Liebe ist in seine Seele etwas anderes getreten. Es ist nur natürlich. Aber muss es denn gleich Verachtung sein? Warum nicht einfach Gleichgültigkeit? Gleichgültigkeit, Marinelli? Gleichgültigkeit. Gleichgültig ist die Seele. Und für ein Ding, das für sie gar kein Ding ist. Und gleichgültig ist die Seele nur gegen ein Ding, das für sie nichts ist. Gleichgültigkeit ist nichts anstelle von etwas. Verstehst du das? Oh ja, ich bin eine Philosophin. Aber habe ich es mir etwa anmerken lassen? Oh, pfui, wenn ich es mir habe anmerken lassen. Was für ein Wunder, dass der Prinz mich dann verachtet. Eine Frau, die denkt, ist ebenso eklig wie ein Mann, der sich schminkt, nicht wahr? Lachen soll sie. Immer nur lachen und fröhlich sein. So lachen sie doch, Marinelli. Worüber? Ach, vielleicht darüber, dass ich dem Prinz schrieb, er solle sich nach Dosalo begeben? Dass ich jetzt in Dosalo bin und der Prinz gar nicht weiß, dass ich hier bin? Das ist unheimlich lustig, nicht, Marinelli? Was haben Sie eingefädelt? So lachen Sie doch, Marinelli. Na los, lachen Sie.